Kursvortrag zum Thema Gentherapie. Gibt es in Zukunft Gene auf Rezept? Ich werde zunächst einmal versuchen, die Präsentation zu teilen mit Ihnen. So. Ich hoffe, das hat jetzt funktioniert. Hat funktioniert, Petra. Sehr gut, vielen Dank. Ja, also wie der Christoph bereits erwähnt hat, ich bin Postdoc am Institut für Pharmazie und beschäftige mich dort eigentlich mit der Entwicklung von neuen Therapieansätzen zur Behandlung von Leber- und Schilddrüsenkarzinom, darf sie aber heute durch diesen Vortrag über Gentherapie durchführen. Und wir legen gleich mal los, wenn die Präsentation jetzt will. Jetzt, genau, sehr gut. Also weltweit sind bis dato ca. 8000 seltene Erkrankungen bekannt. Das Problem bei diesen seltenen Erkrankungen ist, dass ca. nur 500 davon aktuell wirklich behandelbar sind. Unter einer seltenen Erkrankung versteht man Erkrankungen, die weniger wie 5 Personen von 100.000 betreffen. Eine weitere Problematik stellt dar, dass von diesen seltenen Erkrankungen sehr häufig Kinder betroffen sind. Beispielsweise in Österreich sind ca. 400.000 Menschen von einer seltenen Erkrankung betroffen, davon 300.000 Kinder. Daher versucht man natürlich in der Wissenschaft händeringend nach neuen Therapieansätzen für eben diese seltenen Erkrankungen zu finden eben. Und die Gentherapie könnte hierfür wirklich ein Schlüssel sein, da die meisten seltenen Erkrankungen auf genetische Veränderungen, also sozusagen Veränderungen in der Erbinformation zurückzuführen sind. Und hier schließt die Gentherapie an. Aber was versteht man denn nun eigentlich unter der Gentherapie? Grundsätzlich kann man sich das Ganze so vorstellen. Man hat ein defektes Gen, welches eben zu einer Erkrankung führt. Und das entsprechende intakte Exemplar dieses Gens wird im Labor hergestellt und wird dann schlussendlich dem Patienten wieder verabreicht. Und somit soll eine Behandlung dieser seltenen Erkrankung vonstatten gehen. Also der Behandlungsansatz einer Gentherapie ist also, die Gendefekte auszugleichen oder zu korrigieren. Die Gentherapie hat also ein sehr, sehr großes Potenzial, nämlich zum einen genetisch bedingte Krankheiten zu bekämpfen, aber auch das Voranschreiten von Krankheiten aufzuhalten bzw. theoretisch auch überhaupt zu heilen. Grundsätzlich unterscheidet man zwei verschiedene Arten von Gentherapie, zum einen einmal die somatische und zum anderen die Keimbahn-Gentherapie. Was versteht man unter der somatischen Gentherapie? Naja, somatische Zellen sind eigentlich alle Körperzellen, die nicht an der Reproduktion eines Individuums beteiligt sind, also beispielsweise Muskel, Blut, Hirn, Leber oder Nierenzellen. Wenn nun eine somatische Gentherapie angewendet wird, dann werden die Auswirkungen dieser Therapie nicht an die Nachkommen weitergegeben. Im Vergleich dazu, bei der Keimbahn-Gentherapie werden die gesunden Gene in das Erbmaterial einer Ei- oder Spermazelle eingebaut. Es kommt dadurch zu einer Veränderung in jeder Zelle des Körpers. Das bedeutet, die Auswirkungen dieser Therapie werden an die Nachkommen weitergegeben. Nun zur Anwendung der somatischen Gentherapie. Also grundsätzlich ist es einmal wichtig, das intakte Gen auf einen sicheren und effizienten Weg in die Körperzellen einzubringen. Und da unterscheidet man wiederum zwei verschiedene Methoden, nämlich die sogenannten Ex vivo Gentransfer. Das bedeutet, dass das außerhalb vom Körper durchgeführt wird, und in vivo Gentransfer innerhalb des Körpers. Für den Transport des Gens in die Körperzellen ist ein sogenanntes Vehikel oder sogenannte Vektoren oder Genfähren notwendig, und daher kommt auch der Begriff Gentransfer dann. Der Ex-Vivo-Gentransfer läuft folgendermaßen ab.
Es werden Zellen vom Patienten entnommen, beispielsweise durch Blutentnahme. Danach werden diese Zellen im Labor in der Zellkulturflasche vermehrt und das entsprechende intakte Gen wird in diese Zellen in der Zellkultur eingebracht. Danach erfolgt die Auswahl der erfolgreich behandelten Zellen, welche wiederum in den Patienten rückgeführt werden, mit zum Beispiel mittels beispielsweise der Infusion. Beim In-vivo-Gentransfer läuft es etwas anders ab. Da wird das intakte Gen entweder in modifizierte, also veränderte Viren eingebracht oder in sogenannte Liposome. Schlussendlich wird dieses verpackte Gen in die Körperzellen von speziellen Geweben, also beispielsweise der Niere oder der Leber, direkt in den Patienten eingebracht. Es entstehen allerdings einige Probleme bei dieser somatischen Gentherapie, auf die ich jetzt etwas näher eingehen werde. Wie wir bereits gehört haben, wird das intakte Gen zum Beispiel in einen Virus verpackt. Der Virus baut das gewünschte Gen allerdings an einer zufällig ausgewählten Stelle ins Erbgut ein. Wenn dies passiert, dann kann allerdings ein anderes Gen, welches an dieser Stelle im Erbgut sitzt, zerstört werden. Wenn es sich hierbei zum Beispiel um ein Gen handelt, welches die Zellteilung bremsen würde, dann könnte die Zelle ungehindert in die Vermehrung übergehen und in weiterer Folge könnte Krebs entstehen. Leider ist dies auch in der Vergangenheit bei der Anwendung der somatischen Gentherapie schon vorgekommen. Sehr viele Patienten haben eine Form von Leukämie entwickelt. Viren sind außerdem nicht ganz so effizient in der Übertragung. Um das Gen in die Körperzellen einzubringen. Dies kann in weiterer Folge zu Entzündungen oder Immunreaktionen führen. Viren können des Weiteren nur eine bestimmte Größe von Fremdgenen aufnehmen, wodurch eben manche Krankheiten leider mit Hilfe der Gentherapie nicht behandelt werden. Außerdem stellt es noch ein Problem dar, den Einbau des intakten Gens dauerhaft zu ermöglichen. Und manche Gentherapien haben dadurch eben auch eine eingeschränkte Wirkung. So müssen die meisten Gentherapie immer wieder wiederholt werden, nach zum Beispiel 1 oder 2 Jahren. Und aktuell werden eher seltene Erkrankungen mit dieser Form der Therapie behandelt, wodurch enorme Kosten auch entstehen. Die bisherigen Ansätze der Gentherapie haben schon sehr, sehr viele Erfolge mit sich gebracht und haben auch schon zahlreichen Patienten geholfen. Aktuell allerdings ist es so, dass eben diese Probleme, die ich gerade erwähnt habe, den Einsatz mitunter auch schwierig machen können, wodurch nach neuen Ansätzen geforscht wird und diese auch bereits entwickelt worden sind. Man kann nämlich mit Hilfe einer sogenannten Genschere ebenfalls eine Gentherapie durchführen. Zu der Genschere gehören zum Beispiel die Technologien CRISPR-Cas9, Tellen oder Zinkfingernuklease und der Entscheidung von Genscheren gegenüber der bisherigen Gentherapien ist, dass die Genschere an einer exakt definierten Stelle im Erbgut schneiden kann und das intakte Gen an einer exakten, sicheren Stelle eingebaut werden kann, wodurch in weiterer Folge auch die Wirkung der Therapie erhöht werden kann und, was noch hinzukommt, die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Krebs zum Beispiel reduziert werden kann. Nun zu den Anwendungsgebieten der somatischen Gentherapie. Im Grunde die klassische Anwendungsgebiet von Gentherapie ist Erbkrankheiten mit Einzelgendefekten. Dies bedeutet, dass der Defekt in einem einzigen Gen dafür verantwortlich ist, dass die Krankheit kommt. Hier wurde bereits eine somatische Gentherapie eingesetzt und zwar zum ersten Mal 1990 bei einem 4-jährigen Mädchen, welches an einer angeborenen Immunschwäche litt. Die Immunschwäche war eben dadurch oder kommt dadurch zustande, dass das Entgiftungsenzym ADA fehlt und es macht eben die Kinder, die an dieser Immunschwäche leiden, extrem anfällig gegenüber jeglicher Art von
Pathogenen, Keimen etc. Das bedeutet, diese Kinder müssten eigentlich in einer keimfreien Umgebung aufwachsen, um überleben zu können. Wie funktionierte damals die Gentherapie? Man hat diesem vierjährigen Mädchen Blut entnommen und aus diesem Blut eben die weißen Blutzellen isoliert. In diese weißen Blutzellen hat man schlussendlich im Reagenzglas im Labor die intakte Version des Gens eingeschleust und dann dieses Gen wiederum mittels Infusion dem Mädchen verabreicht. Und das hat sehr gut funktioniert, muss man sagen, weil das Mädchen konnte dann sogar eine normale Schule besuchen. Eine weitere Anwendung von der somatischen Gentherapie ist zum Beispiel auch bei der Bluterkrankheit oder bei der Muskoviszidose, also bei der zystischen Fibrose, welches eine Lungenerkrankung ist. Aber nicht nur Erbkrankheiten mit einem Einzelgendefekt können mittels somatischer Gentherapie behandelt werden, sondern auch erworbene genetische Erkrankungen, wie beispielsweise Alzheimer, Parkinson oder AIDS. Hierzu gibt es auch einige klinische Studien bereits oder genetische Erkrankungen mit Defekten in mehreren Genen, wo beispielsweise Krebs dazu zählt. Bei der Behandlung von Krebs gibt es aktuell zwei Strategien. Die eine Strategie beinhaltet, dass dem Patienten Tumorgewebe entnommen wird und schlussendlich so modifiziert, also verändert wird, dass durch die erneute, also dass durch die Behandlung mit dieser veränderten Form des Gewebes dann schlussendlich die körpereigene Immunreaktion aktiviert wird und schlussendlich die Tumorzellen zerstört werden. Eine zweite Strategie beinhaltet, dass man ein sogenanntes Zelltodgen verabreicht. Normalerweise ist es nämlich so, dass wenn ein irreparabler Schaden, also wenn ein Schaden entstanden ist im Erbmaterial, welcher nicht mehr behoben werden kann durch die Zelle dann in den Zelltod geht, also sie wird zerstört. Krebszellen haben diese Fähigkeit der Selbstzerstörung eigentlich verloren, wodurch es zu einer Vermehrung dieser Zellen immer wieder kommt. Und wenn jetzt dieses Zelltodgen mit Hilfe eines Vektors verabreicht wird, dann soll schlussendlich wieder die Fähigkeit dieser Selbstzerstörung der Zellen, im Speziellen jetzt der Krebszellen, hervorgerufen werden. Es gibt natürlich schon zahlreiche Therapieerfolge im Zuge der somatischen Gentherapie, auf die ich jetzt etwas näher eingehen möchte. Das erste Beispiel ist die Gentherapie Glybera. Es war die erste somatische Gentherapie, die in der westlichen Welt zugelassen wurde, und zwar im Jahr 2012. Grundsätzlich dient diese Therapie zur Behandlung der Erbkrankheit Lipoprotein-Lipase-Defizienz. Was passiert bei dieser Krankheit? Es kommt zu keinem Abbau von Fettmolekülen aus dem Blut mehr und das kann eben zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen. Bei der Therapie wird eben das intakte Gen, welches normalerweise eben für die Krankheit verantwortlich ist, da wird eine intakte Form des Gens in den Körper eingebracht, indem das Ganze direkt in den Oberschenkel initiiert wird. Die Gentherapie gegen die Immunschwäche, welche ich zuvor bereits erwähnt habe, eben beim Fehlen des Gens ADA, wird als Strimvelis bezeichnet und hier wird ebenfalls die korrekte Version des Gens ADA wieder dem Patienten verabreicht. Genau. Eine weitere sehr interessante Anwendung ist die Gentherapie gegen Erblindung. Hier kommt es zu einem Defekt im Gen RPE65, wodurch in weiterer Folge die Netzhaut des Auges zerstört wird und es zu einer vollständigen Erblindung kommt. Bei dieser Art der Gentherapie wird ebenfalls die intakte Version des Gens eingebracht in das Auge, um so die Netzhautabbau zu verhindern. Zynteglo wird zur Behandlung der Beta-Thalassämie angewendet.
Hier hat man einen erblichen Defekt in dem Gen Beta-Globin, welcher für die Produktion von Hämoglobin im Blut verantwortlich ist und schlussendlich zur Blutarmut führt. Also Patienten, die an dieser Krankheit leiden, müssen häufig oder müssen eigentlich immer zu Transfusionen gehen. Und man hat bereits diese Therapie angewendet und festgestellt, dass die Patienten eben nicht mehr oder keine Transfusionen mehr benötigen. Allerdings ist das Problem bei dieser Gentherapie, dass sich die Kosten auf ca. 1,6 Millionen Euro belaufen und diese aktuell nicht von der Kasse übernommen wird. Zolgensma ist ebenfalls eine somatische Gentherapie, die zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie angewendet wird. Hier kommt es zu einem Defekt im Gen SMN1, wodurch die Funktion von Neuronen im Rückenmark gestört wird und daraufhin kommt es zu einer Muskelschwäche. Zolgensma oder die Kosten für Zolgensma belaufen sich auf mehr wie 2,2 Millionen Euro, wobei dadurch Zolgensma eines der teuersten Therapieansätze weltweit ist. Dann noch eine sehr, sehr spannende Anwendung von der Gentherapie, nämlich die CAR-T-Zellen-Therapie gegen Krebs. Dabei werden T-Zellen, also eine spezielle Art von Immunzellen, aus dem Patienten entnommen. Und im Labor wird das künstliche CAR-Molekül hergestellt, welches getarnte Krebszellen erkennt. Das CAR-Molekül, das CAR-Molekül wird schlussendlich in diese T-Zellen eingebracht. Und diese so generierten CAR-T-Zellen werden wiederum dem Patienten verabreicht und können dann dazu beitragen, dass die Tumorzellen, welche sich tarnen und verstecken sozusagen, enttarnt werden und somit von der körpereigenen Immunreaktion wieder bekämpft werden können. Die CAR-T-Zellentherapie wurde übrigens aktuell bei ca. 300 Patienten in Deutschland zum Beispiel angewendet und wird hauptsächlich zur Behandlung von schweren Formen von Leukämie eingesetzt. Grundsätzlich ist es so, dass Schmetterlingskinder eine Erkrankung der Haut haben, wodurch es bei der Belastung der Haut kommt es zur Bläschenbildung und in erster Linie ist aktuell die Symptombehandlung steht im Vordergrund. Mithilfe der Gentherapie ist es allerdings so, dass eine Biopsie vom Patienten genommen wird und die Stammzellen werden im Labor gezüchtet und mithilfe des oder ein Lamininprotein, welches diesem Patienten fehlt, in die Stammzellen eingebracht. Man kultiviert dann sogenannte Skin Sheets daraus, welche dann auf die Wunde transplantiert werden. Und hier sieht man sehr schön den Unterschied vor und nach der Transplantation bei einem Schmetterlingskind. Wichtig oder interessant zu erwähnen ist eigentlich, dass in Salzburg das EB-Haus, also das Epithemolysis-Bullosa-Haus, vorhanden ist und eben hier auch an Gentherapien geforscht wird und einige klinische Studien auch in Salzburg zur Behandlung eben von Epithemolysis-Bullosa vorhanden sind. Ein weiterer Anwendungspunkt von der Gentherapie sind Genscheren zur Behandlung von HIV- und Krebspatienten. Es befindet sich aktuell in den klinischen Studien. Bei HIV-Patienten beispielsweise ist es so, dass Teile des Virus-Erbguts mittels CRISPR-Cas9-Technologie aus der menschlichen DNA herausgeschnitten werden. Und somit eben der Virus die Fähigkeit verliert, also der HIV-Virus verliert die Fähigkeit, sich im menschlichen Körper zu vermehren. Das Problem hier allerdings ist, dass die Erreger relativ rasch resistent gegenüber diesen Genscheren werden, wodurch eben noch weitere Forschung hier notwendig ist. Und noch ein Beispiel, welches 2018 weltweit für Aufsehen sorgte.
Damals hat nämlich ein chinesischer Forscher verkündet oder die Geburt von mit CRISPR-Cas9 veränderten Babys verkündet. Er hat damals gesagt, dass er in der Keimbahn der Embryonen den Rezeptor CCR5 entfernt hat, mithilfe dieser CRISPR-Cas9-Technologie und somit die Embryonen resistent gegen eine mögliche HIV-Infektion gemacht hat. Dadurch, dass es ein Eingriff in die Keimbahn war, hat es natürlich weltweit zu sehr viel Aufsehen geführt, und dieser chinesische Forscher ist mittlerweile auch im Gefängnis. Genau. Und so kommen wir eigentlich auch schon zu rechtlichen Grundlagen oder zur ethischen Problematik. In Österreich oder generell in der EU ist es so, dass die somatische Gentherapie erlaubt ist, die Keimbahntherapie allerdings strikt verboten ist. In Bezug auf die Keimbahntherapie gibt es auch Verbote in beispielsweise China, Frankreich oder dem Vereinigten Königreich. Allerdings werden hier eher weniger Sanktionen angewendet, wenn denn eine Keimbahntherapie doch angewendet wird. In Singapur beispielsweise gibt es gar keine gesetzlichen Regelungen zur Gentherapie. Und im Hinblick auf die Ethik muss man sagen, dass Forscher weltweit sich beim Thema Gentherapie ziemlich einig sind. Es soll nämlich die somatische Gentherapie, die ja aktuell bereits angewendet wird und sehr große Erfolge mit sich bringt, vorangetrieben werden. Allerdings die Keimbahn-Gentherapie soll verboten bleiben, beziehungsweise in jenen Ländern, in denen sie noch nicht verboten ist, verboten werden. Also so ist der nahezu Konsens in der wissenschaftlichen Welt. Warum? Die Keimbahntherapie hat genetische Veränderungen oder eine Korrektur jeder einzelnen Zelle des Körpers zur Folge, und aktuell kann man nicht abschätzen, welche Konsequenzen für den Einzelnen vorhanden sind, wenn man eine Keimbahntherapie anwendet. Das bedeutet, man weiß eigentlich nicht, welche Auswirkungen dann schlussendlich bei diesen Patienten zu erwarten sind, entstehen andere Krankheiten eventuell, die nicht entstanden wären, wenn man keine Therapie angewendet hätte. Und somit kommen wir eigentlich auch schon wieder zur initialen Frage: Gibt es in Zukunft Gene auf Rezept? Zum aktuellen Stand oder der Wissenschaft noch nicht. So, nun bin ich auch schon am Ende meiner Präsentation. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und stehe natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Ich möchte nur noch kurz auf die Infoveranstaltungen zum Pharmaziestudium hinweisen, nämlich am 30.03. oder 20.04., wo es sehr spannende Infos eben rund um das Pharmaziestudium gibt. Dann haben wir auch noch die lange Nacht der Forschung am 20.05. und auf dieser Seite sehen Sie auch noch die Kontaktdaten, falls Sie noch genauere Infos bezüglich Pharmaziestudium erhalten möchten. Vielen herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank für den sehr spannenden Vortrag zu einem sehr mächtigen Thema, wahrscheinlich nicht unumstritten, wie du selber gesagt hast, in welcher Ausprägung man das anwenden kann oder darf. Gibt es von den Zuhörerinnen und Zuhörern gibt's Fragen zum Vortrag? Oder zum Thema Gentherapie allgemein oder auch zum Pharmaziestudium? Vielleicht, Petra, du hast erwähnt, dass wir in Salzburg auch diese Schmetterlingskinder, dieses IB-Haus haben. Soweit ich mich richtig erinnere, haben wir ja in der Vergangenheit, hat es nochmal einen großen Erfolg gegeben, Salzburg gemeinsam mit einer italienischen Klinik, wo man sehr viel Haut transplantieren können. Ist das auch auf Basis, ist das auch so, sozusagen diese Haut so regeneriert worden oder aufgebaut worden, die man da transplantiert hat? Entschuldige, jetzt habe ich leider die Frage nicht ganz verstanden, weil irgendwie hat es mich gerade rausgeschmissen. Könntest du das nochmal wiederholen, bitte, Christoph? Ja, klar. Also wir haben ja in Salzburg dieses IB-Haus für Schmetterlingskinder. Mhm. Und es hat ja vor einigen Jahren einmal in Salzburg einen Nature-Artikel gegeben,
zu diesem Thema, wo man sehr viel Haut einem jungen Menschen verpflanzen konnte, wieder sozusagen gesunde Haut. Ist das auch auf Basis einer Genveränderung passiert? Gemeinsam, glaube ich, mit einer Klinik in Modena. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, da müsste ich jetzt nochmal genauer recherchieren, wie genau das damals gemacht worden ist. Das kann ich da jetzt leider ad hoc nicht beantworten. Ah, okay. Aber genau, aber kann ich gerne nochmal recherchieren und kann das dann auch, genau, können wir dann auch reinschreiben. Super. Gibt's Fragen sonst aus der Zuhörerschaft? Ah ja, die Frau Oberkofler hat kein Mikro, sonst gerne auch einfach in den Chat hineinschreiben. Sollte dem nicht so sein. Liebe Johanna, hättest du noch ein, zwei Infos vielleicht nur zum Studium? Also ich informiere immer gern über unser Studium, weil das natürlich ein Herzensprojekt ist. Vielleicht in ein, zwei Minuten. Ja. Also wie gesagt, ich habe am Anfang schon angesprochen, dass wir dieses Jahr anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der PMU 5 Vollstipendien für 5 kostenlose Studienplätze vergeben. Die Infos dazu finden Sie auf unserer Homepage. Und Christoph, du kannst vielleicht die Ausschreibung auch nochmal in den Chat stellen. Ansonsten, wie die Frau Dr. Huber-Cantonati gesagt hat, bieten wir regelmäßig Infoveranstaltungen zu unserem Studium an. Die nächste ist am 30. März. Sie sind da sehr herzlich willkommen. Gerne können wir auch einen individuellen Termin ausmachen, sollten diese Termine für Sie nicht passend sein. Wir kommen gerne auch an Ihre Schule, um unser Studium vorzustellen, oder laden Klassen zu uns an die PMU ein. Vielleicht sind die Klassen daran interessiert, einmal unsere Labors zu sehen, unsere Hörsäle und ein bisschen Uniluft zu schnuppern. Und man kann sich dann doch besser vorstellen, was einen dann beim Studium erwartet. Also alle diese Dinge bieten wir herzlich gerne an und Sie können uns wirklich sehr gerne jederzeit mit jeder Frage, die Sie haben, kontaktieren. Ich sehe, die Frau Dr. Oberkofler schreibt was in den Chat, ist aber noch nicht fertig. Ich darf in der Zwischenzeit auch auf den... Okay. Wir werden genau die Aufzeichnung dieses Vortrags gerne zur Verfügung stellen. Und ich darf auch nochmal zum nächsten Online-Talk for Schools einladen. Dieser wird zum Thema Anatomie stattfinden, und zwar am 19.04. Aussendungen und Einladungen dazu gehen noch zeitgerecht und darf mich dann bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Liebe Petra, vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag. Liebe Johanna, vielen Dank für die ganzen Informationen und wir freuen uns aufs nächste Mal. Dankeschön.